Ja, da sind wir wieder im Firelink Shrine. Wir kommen zurück zur Stoic Challenge mit Dark Souls 3. Stoic Challenge ist modelliert nach dem gleichnamigen Buch. Der Punkt ist, auszuloten, wie das Frustrationsdesign dieses Spiels, und das ist ja berühmt dafür, dass es Frustrationen auslotet, was das mit dem Spieler macht und wie man sich da widersetzen kann. Das Interessante ist ja, dass man total den Ehrgeiz angekurbelt kriegt vom Leveldesign, von den ganzen Schwierigkeiten, die sich einem entgegenstellen. Und dass es genau dadurch natürlich Adrenalinstöße gibt und es dann fast unmöglich ist, nicht genervt zu sein, wenn zum Beispiel, wie das jetzt schon ein paar Mal passiert ist, plötzlich hinter einer Ecke ein vollkommen übermächtiger Gegner hervorkommt. Okay, ich muss gleich noch ein bisschen erklären, was ich für Riesenmorks gebaut habe gestern und warum ein großer Teil in diesem Playthrough leider fehlen wird. Und jetzt laufe ich schon wieder in die falsche Richtung. Aber bevor ich das mache, gehe ich erstmal mit einer magisch aufgewerteten Axt und auch sonst stark erhöhten Attributen und gucke, ob ich diesen rotäugigen Typen da oben nicht jetzt doch mal platt gemacht kriege. Es gibt ja diesen Schlüssel für 20.000 Seelen bei der Verkaufsomi in ihrem Stühlchen. Läuft schon mal besser als beim letzten Mal. Nicht übermütig werden. Dann klappt das auch. Ist ja gar nicht so schlimm. Das war natürlich auch gar nicht der Rotäugige. Der Rotäugige ist ganz woanders, wo ich auch leider keinen. Aha, eine Uchi-Katana. Mal gucken, ob ich die benutzen darf oder ob das auch schon noch verboten ist. Und das ist bestimmt das, wo man den 20.000 Seelenschlüssel für kaufen muss. Überall steht man vor verschlossenen Türen. So, der Fehler, den ich gestern gemacht habe, ist leider ein bisschen peinlich. Ich habe über eine Stunde, ich glaube eher 2 Stunden. Hoch, da ist ja noch ein Shiny gespielt und hinterher gemerkt, dass ich die Aufnahmefunktion gar nicht aktiviert hatte. Das heißt, ich habe jetzt. Hör doch auf. Das heißt, ich habe jetzt 2 Stunden Aufnahme von mir, wie ich das Spiel spiele. Mein Gesicht und der gesamte Spielverlauf fehlt leider. Das ist insofern ein bisschen schade, als ich mich komplett durch den High Wall of Lothric durchgespielt habe. Den Hund, den Namen habe ich schon wieder vergessen, vom Tal mit seinem Frostbite Bullshit nach 3 Anläufen, 2 Anläufen, ich weiß nicht mehr genau, erledigt habe. Und mich auch noch ein gutes Stück durch dieses Undead Settlement durchgearbeitet habe. Und von nichts davon habe ich jetzt ein Video. Das ist quasi Metafrustration. Dafür habe ich beim Schneiden von dem Teil, wo ich Video für habe, noch eine Abzweigung gesehen, die ich nicht genommen habe. Genau, Ford of the Boreal Valley ist der Hund. So, der war es. Foot of the High Wall. Ne, 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 ne. High Wall of Lothric, glaube ich. Ich nehme nicht an, dass da viel, viel zu holen ist bei dieser Treppe, die ich da übersehen habe, aber wer weiß. Bei diesem Spiel weiß man ja nie. Vielleicht liegt ausgerechnet da das Schild, die Waffe, die einem den Rest sehr erträglich macht. Was ich auch gemacht habe während des Teils, für den es kein Video gibt, ist, wie gesagt, die Axt aufwerten, plus 2 mit den Titanite Shards, die ich hatte, sodass das alles jetzt ein bisschen weniger mühsam ist. So.
Ist das das richtige Bonfire? Ich glaube, nein. Ne. Das war das Anfangs-Bonfire. Ich brauche aber das zweite von dieser Sequenz hier. Also nochmal. Drava. Tower on the Wall. Das ist irgendwie ganz schön an, wie gesagt, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, glaube ich, aber an den vorgeplanten und durchgeplanten Läufen von Leuten, die sich schon auskennen, dass natürlich solche Dinge wie das, was jetzt gerade passiert ist, nicht passieren. Was mich ein bisschen beruhigt hat, ist, dass ich beim Schneiden gemerkt habe, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man Sachen wiederholt. Denn das ist ja auch ein Teil des Reizes des Spiels, dass es eben dieses quasi meditative immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis endlich der Stein eine kleine, ein bisschen was raussplittert aus dem Stein und die Mauer in sich zusammensackt. Was ich suche. Muss man den hier wieder besorgen. Ja. Das wird jetzt auch glatter laufen können, aber dafür gab es einen. Huch! Aha. Dafür gab es einen Ember, das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, wenn ich mich recht erinnere, sind jetzt hier diese beiden Archer. Wo ist das? Die Pfeile beeindrucken mich gar nicht, junger Mann. Und hier ist die Abzweigung, die ich. Och, du Scheiße! Okay, das ist jetzt ein bisschen mehr Action, als ich erwartet hatte. What the fuck? Ich dachte, da liegt vielleicht ein Smidgen of Soul oder sowas in der Gegend. Mich fatal an den Rivern im ersten Teil. Erstmal wenigstens gucken, was hier oben los ist. Hier hinten irgendwie Ärger machen kann. Sieht aber auch nicht so aus. Kommen wir denn da rein? Sehr, sehr interessant. Wo kommt ihr denn immer alle her? Bin jetzt überhaupt nicht sicher, dass ich versuchen sollte, an diesem Drachen vorbeizukommen. Das ist natürlich verlockend, weil ja auch im ersten Teil diese Bridge, diese Brücke mit dem Wyvern drauf. Halb
so schlimm war, wenn man mal wusste, wie es geht, aber ich habe jetzt 6.500 Seelen und keine große Lust, sie da oben liegen zu lassen. Ich gehe davon aus, wenn dieses Feuer mich erwischt, bin ich wahrscheinlich platt. Es geht auch gar nicht aus zwischen. Fernwaffen eigentlich. Ich hab da jetzt einen Bogen. Ja, da kannst du mal sehen. Ich bin nämlich schmeiße mit Zahnstochern. Okay. Also, das scheint mir ein ganz klares Zeichen, dass der Designer dieses Spiels nicht wollte, dass ich mich um diesen Drachen jetzt kümmere. Natürlich, ob man denn von hier auch cheesen kann. Kann man. Oh. Das würde ich sagen, geschieht mir recht. Sehr lustig. Okay. Gut, wir sprechen uns später. Kannst ja mal den Typen draußen vor Firelink Shrine fragen, ob ich das auch einlöse, wenn ich sowas verspreche. Ja gut, das ist ja schon mal ganz amüsant, dass diese kleine Abzweigung, die ich vergessen hatte, große Inhalte hat. Dilapidated Bridge. Ja richtig, bis dahin habe ich mich durch dieses Undead Settlement gewühlt. Wie gesagt, es ist ein bisschen bedauerlich, dass ich jetzt dafür keinerlei Beleg habe. Vielleicht habe ich auch einen Profispieler geholt, der mir das kurz mal in 10 Minuten erledigt hat, mich da durchgearbeitet. Aber nein, es war auch gar nicht so schlimm. Es gibt auch noch eine Abzweigung, wenn ich mich richtig erinnere, die ich noch nicht genommen habe, oder? Nee. Das war ein bisschen unübersichtlich auf jeden Fall. Ich glaube aber, ich habe mehr oder weniger alles jetzt bis zum Ende erforscht, abgesehen von ein paar Stellen, an denen man springen konnte. So, genau, hier war dieser, ich weiß immer nicht, wie die alle heißen, aber dieser Ritter mit dem stapfenden Fuß und dem riesigen Schild auf dem Rücken. Oh. Aha. Holy Knight Hodrick. Okay, warum man nicht gleichzeitig von diesem Typen und von Holy Knight Hodrick belästigt werden. Da ist er ja schon, der Holy Knight. Ist möglicherweise ein bisschen unklug, hier so weit nach hinten zu gehen. Sicherlich auch noch Gegner sind. Ist auch ganz interessant, das war im ersten Spiel auch schon so, dass das Spiel selbst einem. Oh. Dass das Spiel selbst einem Gegner schickt, aber manchmal auch andere Spieler eine Invasion machen. Ich vermute mal, das war jetzt ein Spielgegner. Aber so ganz klar ist es mir nicht. Aber der Name ist natürlich schon verdächtig. Holy Knight
Roderick. Ja, das ist jetzt ein bisschen bedauerlich. Jetzt ist der Ember wieder weg. Der Vorteil davon, dass der Ember weg ist, ist natürlich, dass jetzt kein Holy Knight Roderick kommen kann und mich invaden. Aber das ist natürlich gleichzeitig auch der Nachteil. Vielleicht sollte ich den Ritter mit dem Hackebeil ausschalten. Und dann neuen Ember zu nehmen. Aua. Es sei. Kommt jetzt der Holy Knight, oder? Okay, dann ist es also kein Spieler, sondern tatsächlich ein Spielevent. Verstanden, wie parieren geht, offensichtlich. Oh, Holy Knight. Geh nach Hause, Holy Knight. Okay, Dark Spirit Restored. Was passiert hier alles? Oh, Dark Spirit Restored und Vertebra Shackle. Lauter rätselhafte Dinge. So, hier ist jetzt die Stelle gewesen, wo der von Ferne schon gesehene Bogenschütze da oben auf diesem Turm anfängt, sich bemerkbar zu machen. Das heißt, wir nähern uns wahrscheinlich. Ich vermute mal, dass das der Boss in diesem Areal ist. Ganz schöne Pfeile, der da verschießt. Eieieiei. Okay. Soll ich weiter so machen? Gefragt, ob er wohl zielt. Das dürfte ich noch beantworten. Und er zielt offensichtlich auf alles, was hier sich bewegt. Boah, diese Pfeile haben ganz schön Area of Effect. Young White. Ah!
Ah, jetzt muss ich dann mal ein bisschen aufpassen. Sonst. Okay, meine 10.000 Seelen sind heute und das wäre doch schade drum. Also, was ist denn hier? Was? Ist doch Unfug. Oh je. Ich gehe ja schon. Was? Okay. It's a giant effort of friendship. So what now? Hat jetzt aufgehört? Nachricht dann lesen, aber nicht mit einer noch wenig Health und keinem Estus. Außerdem 10.000. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, mal eine kürzere Folge zu machen. Und an dieser Stelle zurück zu Firelink Shrine. Nächstes Mal erzähle ich ein bisschen was über das Buch, das mich inspiriert hat, das Stoic Challenge, ein sehr empfehlenswertes Werk über die stoische Philosophie und vor allem die stoische Praxis, also wie man mit Rückschlägen fertig wird. Und wie gesagt, wenn Dark Souls nicht das Spiel ist, an dem man das mal in der Praxis ausprobieren kann, dann weiß ich nicht, wie man das ausprobieren soll, denn gibt wenig Frustrierenderes. Vielleicht noch Getting Over It. Das ist ja ein Spiel, das selber mit Philosophie ein bisschen spielt und Zitate enthält, wie dieses leider ein bisschen schreckliche die Niederlage liegt nicht im Hinfallen, sondern im Nicht-mehr-Aufstehen. Das hat so das Niveau von Sprüchen auf Postern, auf denen Berggipfel zu sehen sind oder irgendwelche anderen Kitsch-Varianten von Herausforderungen. Weil das überhaupt nicht einrechnet, dass man natürlich nicht alles schafft, sondern dass es auch manche Rückschläge gibt, die ernsthafte Folgen haben. Nur ein Level. Das will gut überlegt sein, wo ich das hin investiere. Okay, das macht den Bogen ein bisschen besser. Vigor ist natürlich immer noch ziemlich viel, was das an Health bringt. Ich habe fast versucht, das nochmal zu machen. Das sind so winzige Einheiten, die man da dazu legt. Irgendwann wird es sein müssen. Ach. Auch da ist es natürlich angenehmer. Ach, ich darf ja doch noch an.
wenn man jemanden hat, der einem so ein bisschen mit der Erfahrung des schon gespielt Habens Ratschläge gibt. Weil ich im Moment natürlich relativ ratlos. Also ich weiß, dass Vigor und Endurance natürlich immer sinnvoll sind, weil die in allen Lebenslagen einem das Spielen erleichtern. Aber die ganzen anderen Eigenschaften, ich habe jetzt mit magischen Komponenten noch überhaupt nichts gemacht. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich, meine Erfahrung in solchen Spielen ist immer, dass generell Melee immer einfacher ist als Magie, weil man als Magier doch relativ wehrlos den meisten gegenübersteht. Nun ja, das soll es mal genug sein für heute. Vielleicht level ich ein bisschen bis vor der nächsten Runde und dann machen wir da unten weiter und gucken, was es mit den Pfeilen von diesem Riesen auf sich hat.